Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Ruje Nadalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm, auf geht's ins Abenteuer! Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Genug! Data! Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Thank you.
steinerne Wache soll schon... Ah, da ist sie. Die gute Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ascha. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand.
Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Kanva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Der Gerechtete ergreift ihn. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Hm.
Clive? Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Bitte sehr. Eine ausgezeichnete Wahl. Leb wohl. Wie soll ein Händler seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn die Straßen gesperrt werden, ohne dass man vorher Bescheid gibt? Du willst ein Träger sein? Ein Streichholzleister. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke.
Das hilft uns sehr weiter. Oh, ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Ruzhena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Ruzhena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkuss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Sieht nicht so aus, als würden wir bald noch kommen. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ruzhena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Ferda weiß. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Entschuldige, bist du Ferda? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Ruzhena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Tafelsilber! Ob wir ihm vertrauen können? Wohl nur so weit wie... Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm! Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten.
Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Die aromatischsten Kräuter. Die feinsten. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Cid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lubo auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Cid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst! Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Cid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... fünfmal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung.
Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht! Sein kleines Rätsel teilen wir uns. Ist gut. Fall nicht auf. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Ein anderes Brot ist so weich, fast wie Wolken mit Kruste. Und ihr bettelt um mehr. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semikis, randvoll mit Gill. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ob sie heute kommen? Ich will einen. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Warum hat die Schenke zu? Ah, du! Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel?
Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkreu vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Natürlich. Lass mich dich einladen. Ich brauche einen Schnaps. Kupkas verdammte Schweinebande. Dieser Fluss hier fließt den ganzen weiten Weg bis ins Meer im Süden. Früher haben sie die Kristallsplitter auf. Tausend Gil für das bisschen dieser Kraut? Sie heute kommen? Ich will ein neues Kleid. Warmes Brot, frisch aus dem... Schnuppert mal, mein Herr. Die feinsten Stoffe.
Ich übernehme das. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord! Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide! Es ist noch nicht vorbei, Onkel! Gut, ich werde gerade erst warm! Das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet. Aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern.
Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Nun, Clive. Da du dein Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke. Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gilbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh! Hier, mein Siegel. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Mia Lostelan, tu isakelith. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. Nicht mal ein Buttermesser schmieden. Vielleicht macht sich Meister Lubor ja nur über mich lustig. Das würde ich ihm glatt zutrauen. Ich genauso. Oh, du bist doch Clive, oder? Tut mir leid, ich war in Gedanken woanders. Ich bin Sava, Meister Lubors unbegabtester Lehrling. Bald ehemaliger Lehrling, wenn ich seine Prüfung nicht bestehe. Vielleicht bin ich schlicht und einfach zu dumm. Die Leute kaufen Waffen schneller, als der Dornkuss sie schmieden kann. Und ich kann nicht einmal anständiges Küchenwerkzeug herstellen. Er will, dass ich ein Tranchiermesser fertige, das das Wesen von Dalimil verkörpert. Was immer das bedeuten soll. Ich nehme an, du weißt auch nicht, wovon er redet, oder? Nein, leider nicht. Macht nichts. Dachte, ich frag mal, ehe ich meine Sachen packe. Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, was im Dornkuss los ist und dass Lubor alle fähigen Hände braucht, die er finden kann.
Da sage ich sicher nicht nein. Also, wo fangen wir an? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie irgendein Messer gemacht. Und dann ist da ja auch noch dieses Rätsel. Das Wesen von Dalimil. Ach, nichts ist einfach mit diesem Mann. So wie ich das sehe, gibt es nur einen Weg, wie wir das Rätsel lösen. Indem wir Leute fragen, die Ahnung haben. Du hast recht. Im Dunkeln sollten wir schließlich nicht tappen. Wer könnte da weiterhelfen? Viele in Dalimil verdienen ihren Lebensunterhalt mit Messern. Die Metzgerin natürlich und auch jede Menge Köche. Sie haben sicher die eine oder andere Meinung zu ihrem Handwerkszeug. Ha, das klingt, als hätten wir einen Plan. Legen wir los, ja? Ich rede mit allen Köchen, die ich finde. Du mit der Metzgerin und allen, die dir sonst noch einfallen. In Ordnung. Viel Glück. Hoffentlich sagt jemand etwas Nützliches. Das sieht Lubor ähnlich, eine Prüfung in ein Rätsel zu verwandeln. Ich fange besser an. Stimmt es, was man so hört? Die feinsten Stoffe! Schnuppert mal, mein Herr! Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hier, koste mal. Teller und Töpfe! Schalen und Schüsseln! Meine ganze Existenz ruiniert! Hängelaternen! Ha! Sie haben das Tor geöffnet! Lubor hat sein Wort gehalten. Tafelsilber! Genau wie das, von dem Sie in Schloss Dashbock essen! Bäder werden gerade von oben bis unten geschrubbt. Bitte habt noch ein wenig All die Jahre harter Arbeit. Alle meine Ersparnisse habe ich hier rein investiert. Was ist denn los? Die Bäder sind geschlossen. Lass mich in Frieden. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht kannst du mir ja helfen. Kann ich dich anheuern? Das kommt auf die Arbeit an. Es geht um die Rettung meiner Bäder. Das Wasser ist plötzlich kochend heiß geworden. Nicht einmal mit allen Kristallen in ganz Dalimil könnte man es abkühlen. Zweifellos findet sich die Ursache an der Quelle. Aber ich kann hier nicht weg. Sonst glauben die Leute noch, ich hätte mein Geschäft ganz aufgegeben. Ich hänge an diesen Bädern, nicht nur des Geldes wegen. Ich bitte dich, geh zu den Djosnov-Terrassen. Sieh nach, was dort los ist. Na gut, ich sehe mich mal dort um. Wunderbar. Es ist auch gar nicht weit. Verlasse den Markt über das Südtor und dann brauchst du einfach nur dem Schwefelgeruch zu folgen. Ohne die Bäder als Einnahmequelle werde ich kläglich an den Schulden zugrunde gehen. Mein Lebensunterhalt, ja mein Leben selbst steht auf dem Spiel. Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Ah, hab's noch geschafft. Was gibt's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins.
dass er durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sid habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt. Drachenfang sollte nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Na los, das Tor ist offen. Was sind das für Wesen? Etwas Übles hat sich in den Quellen eingenistet. Da würde ich jetzt nicht hin. Bei den Flammen. Das erklärt die Hitze. Ein klein wenig Abkühlung. Jetzt ist das Wasser hoffentlich wieder angenehm. Mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, dass... Stimmt es, was man so hört? Meine Teppiche! Wie aromatisch denn... Warmes Brot, frisch aus dem Ofen.
Hergestellt aus... Da ist er. Der Retter. Gut, dass du noch mal vorbeikommst. Mit jedem Moment wird das Wasser erträglicher. Nicht mehr lange, dann nimmt hier alles wieder seinen gewohnten Lauf. Freut mich zu hören. Nun brennt mir aber die Frage unter den Nägeln. Was war bei den Terrassen los? Durch was wäre ich fast ruiniert worden? Auf jeden Fall nichts, womit ich gerechnet hätte. Eine aufregende Geschichte. Eine, die ich einem Recken wie dir gern glaube. Kreaturen aus Flammen, sagst du? Die Sorgen werden auch niemals weniger. Aber von meinen Sorgen hast du heute schon genug gehört. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Als Dankeschön. So, jetzt sollte ich aber schleunigst zurück an die Arbeit. Aus dem Tag lässt sich vielleicht noch etwas machen. Was darf es denn sein? Eine Antwort, wenn's recht ist. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Bist du ein Schmied oder sowas? Sowas in der Art. In Ordnung. Ein Messer also. In erster Linie muss es scharf bleiben. Die meisten Messer kommen problemlos durch Fett, aber Sehnen machen billigen Stahl stumpf. Mit einer Klinge, die alles durchtrennt, was auf meinen Schlachtblock kommt, bin ich immer glücklich. Ein Messer, das scharf bleibt. Das leuchtet mir ein. Teller und Töpfe! Schalen und Schüsseln! Seht nur diese Feinheit! Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Kukas verdammte Schweinebande. Ich brauche einen Schnaps. Bringst du mich fast ins Armenhaus und jetzt willst du einfach so gehen? Aber natürlich. Sag, du benutzt ein Messer. Stimmt es, was man so hört? Das Dieser Schmuck ist sehr begehrt. Sogar Lord Kupke hat mehrere Stücke dieser Art in seiner Sammlung. Tafelsilber. Hängelaternen halten. Was soll ich mit einem Träger, der nicht mal ein... 1000 Gil für das bisschen? Wollen wir spielen, Süßer?
Nach dir frage ich bald mal wieder, meine Süße. Bleib nächstes Mal auch gern etwas länger. Hergestellt aus robustem Steingut. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hier, koste mal. Die feinsten Stoffe, direkt aus der Hauptstadt. Töpfe! Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Tja, wenigstens können wir jetzt zurück nach Drachen fahren. Was gibt's? Red oder zieh Leine? Gut, dann rede ich. Verrätst du mir deinen Beruf? Jäger. Warum? Ich habe eine Frage. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Du verwendest doch sicher eins auf der Jagd, oder? Das Messer muss viel aushalten können. Ich will keine brüchige Klinge, vor allem nicht da draußen. Wenn die ständig bricht und du sie ersetzen musst, verdienst du weniger, als du ausgibst. Die Zeiten sind hart. Danke. Dann will ich auch gar nicht länger stören. Kurz und bündig.
Ganz nach meinem Geschmack. Also, ein Tranchiermesser sollte robust sein und scharf bleiben. Keine Überraschung. Hoffentlich hat Server mehr als ich rausgefunden. Seht nur diese Feinheit! Kein anderes Brot ist so weich. Schnuppert mal, mein Herr. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? Und? Wie lief's bei dir? Hast du was erfahren oder muss ich mir ein neues Handwerk suchen? Nur, dass eine Klinge haltbar sein und scharf bleiben soll. Aber was hat das mit dem Wesen von Dalimil zu tun? Ich hatte auch nicht mehr Glück. Der Koch hat nur gesagt, dass sein Messer ganz leicht sein muss. Schwere Messer machen die Arme schwer. Also sind wir nicht einen Schritt weiter. Vielleicht hatte Lubos Bemerkung ja überhaupt keine tiefere Bedeutung. Nein, das kann nicht sein. Ich habe oft mit ihm geredet und er wählt seine Worte sorgfältig. Nein. Uns ist was entgangen. Sicherlich etwas direkt vor unserer Nase. Du hast bestimmt recht, aber ich muss langsam loslegen. Ich kann mit dem Schmieden nicht ewig warten. Nein, das würde Luba nicht gefallen. Genau. Eisen zu hämmern hat er mich gelehrt. Das billige Zeug. Solange man es nicht zu dünn schlägt, ist es hart genug. Und mühelos schärfen lässt es sich auch. Nur leider ist es entweder haltbar oder leicht. Das heißt, jemand wird immer enttäuscht sein. In meinem Fall wahrscheinlich Meister Lubor. Kannst du sonst niemanden fragen? Jemanden, der sich mit Metallen auskennt? Die anderen Lehrlinge werden mir bei meiner Prüfung nicht helfen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Eine Händlerin, die bei Meister Lubor Stammkunde ist. Sie verkauft Metalle an Kaufleute, die durch die Velkroi reisen. Ich wette, die kennt sich aus. Stimmt es, was man so hört? Das passt mir jetzt. Steinerne Wache soll schon bis nach Rosalie sein. Hast du was erfahren? Oder musst du doch deine Sachen packen? Ich hab sie gefragt, aber... Erzähl du. Wenn ihr einen Meister wie Lubor mit eurem Messer beeindrucken wollt, gibt es sicher einige Möglichkeiten. Ob diese für euch in Frage kommen, ist allerdings eine andere Sache. Federleichte Adamantitklingen zum Beispiel. Messer aus diesem Material müssen so gut wie nie geschliffen werden und werden oft über Generationen weitervererbt. Aber Adamantiterz kommt nur in Ashra vor und ist entsprechend teuer. Und für jemanden mit meinen Fähigkeiten wäre es sicher zu schwer zu bearbeiten. Nur in Ashra. Kommt irgendetwas nur in Dalimil vor? Etwas, mit dem sich Eisen mischen ließe, um es leichter zu machen. Worauf willst du hinaus? Lubor hat dich gelehrt, Eisen zu schmieden. Er erwartet, dass du es verwendest. Aber er weiß, dass es zu schwer oder zu spröde für ein Tranchiermesser ist. Vielleicht war seine Dalimil-Bemerkung kein Rätsel, sondern ein Hinweis. Wenn man mit billigem Metall arbeiten muss, könnte man immer noch Kalkstein beimischen.
Die ersten Siedler haben sich genau wegen dieser Mineralvorkommen in Dalimil niedergelassen. Wenn man weiß, wie es geht, dann kann man damit nämlich im Schmelzofen wunderbar Verunreinigungen aus minderwertigem Eisen entfernen. Donnerwetter! Das muss es sein! Weißt du denn, wie es geht? Ich bin keine Expertin, aber ich habe mit genügend Schmieden zusammengearbeitet, um das Prinzip zu kennen. Damit sollte ich mich am besten gleich mal vertraut machen. Clive, ich frage wirklich nur ungern nach alledem, aber meinst du, du könntest... Kalkstein besorgen? Natürlich. Jetzt kann ich dich nicht hängen lassen. Außerdem interessiert mich selbst, ob das die Antwort auf Lubos Rätsel ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Drüben auf den Terrassen solltest du keine Probleme haben, Kalkstein zu finden. Der Ort besteht ja aus dem Zeug. Dann treffen wir uns später in der Schmiede. Geht klar. Bis später dann. Also erst alles zerkleinern oder einfach so in den Ofen? Das passt mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, der Hitze kurz entfliehen zu können. Stimmt es, was man so hört? Das Lord Kupkas Männer... Die feinsten Stoffe! Schnuppert mal, mein Herr! Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hergestellt aus robustem Stein! Hängelaternen halten die Dunkelheit. Wir sollten langsam los. Ein Stein sieht aus wie der andere. Aber das ist hoffentlich der richtige. Endlich bekommen wir wieder genügend Kristalle. Seht nur diese Feinde! Teller und Töpfe! Leckeres Fleisch! Dieser Schmuck ist sehr wichtig. Ich wusste nicht, wie viel du brauchst. Das reicht hoffentlich. Du bist eine Riesenhilfe, wirklich. Du und die Händlerin auch. Sie kann gut unterrichten, das sage ich dir. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob Kalkstein die Geheimwaffe ist, auf die wir gehofft haben. Und das ist es. Ein Messer geschmiedet aus den Felsen von Dalimil. Aus ihrem Wesen, wenn man so will. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe nur, dass Meister Lubor das genauso sieht. Ich komme wohl genau richtig. Wurde auch Zeit. Ich hatte das Warten schon satt. Entschuldigt, Meister Lubor. Dann wollen wir es uns mal ansehen. Doch zuerst, Sava, glaubst du, dass dieses Tranchiermesser der guten Leute von Dalimil würdig ist? Ich glaube schon. Aber was denkt ihr? In der Tat, was denke ich?
Es ist scharf, ja. Aber wird bei täglichem Gebrauch nicht lange halten. Und es ist schwer. Zu schwer, finde ich. Es fällt nicht auf, wenn man es nur kurz hält. Aber verkauf es einem Koch und du kannst dir was anhören. Jemand scheint die Terrassen besucht zu haben. Der Kalkstein war schon ein guter Ansatz, zugegeben, aber dennoch nicht ganz zufriedenstellend. Dabei war ich so sicher, dass das die Antwort war. Ich weiß nicht, wer dir diesen kleinen Trick gezeigt hat, aber es zeigt auf jeden Fall Initiative. Nächste Frage. Was glaubst du, würde ich dafür verlangen, wenn ich es gemacht hätte? Wenn ihr auch nur halb so lang dafür gebraucht hättet wie ich, würde ich sagen, ihr nehmt einen stolzen Preis. Und wer könnte sich das leisten? Die Metzgerin? Der Jäger? Die Köche im Gasthof? In Dalimil wohnen einfache Händler, keine reichen Lords und Ladies. Die erste Regel in jedem Geschäft, Sava: kenne deine Kunden. Jawohl, Meister. Das ist gerade so akzeptabel. Gerade so. Ich würde sagen, du kannst noch ein bisschen bleiben. Ab morgen wirst du einen eigenen Amboss haben. Wirklich? Danke. Darf ich fragen, was würdet ihr tun, wenn ihr den Auftrag hättet, ein Tranchiermesser zu schmieden? Ich würde fragen, für wen es ist. Das tue ich immer. Für einen Metzger sollte es lange scharf bleiben. Für einen Jäger so hart wie Titans Kopf sein. Für einen Koch federleicht. Und für einen Adligen würde es ein absolutes Vermögen kosten. Gesprochen wie ein wahrer Meister. Sieht aus, als dürfte man gratulieren. Das habe ich dir zu verdanken. Doch so viel zu Meister Lubors Rätsel, was? Das Wesen von Dalimil hatte nichts mit Kalkstein oder irgendeinem Material zu tun, sondern mit den Leuten hier. Das heißt, ich habe dich grundlos zu den Terrassen geschickt. Du hast bestanden. Nur das zählt. Und ehe du dich versiehst, hast du deine eigene Schmiede. Und wenn es soweit ist, dann schmiede ich dir das beste Messer, das du je gesehen hast. Stimmt es, was man so hört? Meine Teppiche! Wie wäre es nicht aromatisch, denn kein anderes Brot ist so weich. Hergestellt aus robustem Stein. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Endlich bekommen wir wieder genügend Kristalle. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Schneller! Da sind wir. Drachenfang. K-
Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein. Alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen, und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz, wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen... Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit, in der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf, in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka.